Judo bringt mir Kraft und Ausdauer und das ist wichtig in meinem Berufsleben. Da haben wir so gerne Töchterli-Spiele gemacht an meiner Schwester. Im Internet bin ich auf den Fageberuf gekommen. Ja, sie arbeite ich auf dem D3. D3 ist Medizin- und Palliativpatienten. Das ist ein sehr spannender Beruf, finde ich. Nicht auch die Zukunft. Ich mache diesen Beruf eigentlich so gerne, dass ich mich eigentlich gar nicht motivieren muss. Wir sind 8 Stunden in einem Team zusammen beim Arbeiten. Und da muss man schon fähig sein, mit allen gut zu Hause zu kommen. Was ich sehr schön finde, ist wirklich einfach der Patientenumgang. Und am Nachmittag haben wir administrative Arbeiten, wie aufschreiben, was man gemacht hat beim Patienten. Sicher wieder nachher weitermachen nach der Lehre, damit ich dann auch die Möglichkeit habe, in anderen Ländern im Spital zu arbeiten.